Die humanitäre Arbeit von Ärzte ohne Grenzen als Comic-Thema, das gab es bereits in Der Fotograf, der in Afghanistan spielte. Und nun in einem Comic zweier Schweizer Autoren, der 300.000 somalische Bürgerkriegsflüchtlinge überleben. Christoph Brunilla und Sven Waskönig sagen uns mehr über diese starke Comic-Reportage. Auf die vielen Skizzen vor Ort folgen nun die Reinzeichnungen, Bleistift, Tinte, Aquarell. Der Schweizer Zeichner Andrea Capretz und der Autor Christoph Schuler bringen nun ihre Eindrücke aus Kenia zu Papier. Und so entsteht eine Comic-Reportage über das größte Flüchtlingslager der Welt. Wenn man mit den Leuten spricht, die man so kennt, mit Bekannten darüber spricht, dann stellt sich heraus, dass die meisten keine Ahnung von diesem Flüchtlingslager haben. Man weiß vielleicht, dass in Somalia Bürgerkrieg herrscht, aber sonst... Auf Gewalt und Tod folgt eine humanitäre Katastrophe. Es ist ein Konflikt, der über eine so lange Zeit sich hinzieht, dass er eben Gefahr läuft, vergessen zu werden. Über die Grenze nach Kenia ins Camp von Dagahali und die zwei anderen Lager in Dadaab haben sich bis heute über 300.000 somalische Flüchtlinge gerettet. Täglich werden es mehr. Sie flüchten aus den zerstörten Städten. Sie flüchten neuerdings auch aus dem flachen Land, weil dort kein Leben als Bauer mehr möglich ist oder als Nomade. Es gibt solche, die wohnen seit 20 Jahren tatsächlich in diesem Camp und können nicht weg. Und es ist vor allem schrecklich für die Jungen, die dort wohnen und keine Zukunft haben. Es ist mir wichtig, das Leben der Flüchtlinge angemessen zu schildern, ohne dabei zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken, sondern in einer angemessenen Art darüber zu berichten. Und Capretz und Schuler wollen über noch etwas berichten und zeichnen. Über die selbstlose Arbeit der Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Ich denke, es ist wirklich ein großes Opfer, das die da bringen. Also ich weiß nicht, ob ich mit 25 oder 30 Jahren bereit gewesen wäre, sowas zu tun. Auf dem Festival Fumetto in Luzern kann man nun beobachten, wie die Eindrücke von Capretz und Schuler täglich zu einer Comic-Reportage anwachsen. Ein Projekt, das zweifelsohne großes Interesse verdient. Mehr zum Comic-Festival Fumetto und zum Arte-Journal auf unserer Website arte.tv.